Ja, das Fazit ist doch, dass wir sehr erfolgreich waren, dass wir auch einen ganz tollen Ring hier gestemmt haben, der in Ludwigshafen ja für furchtbares Aufsehen erregt hat. Im Grunde ist das ja auch der Grund, warum diese SPD nicht will, dass ich länger hier arbeiten kann, darf, soll. Insofern sehe ich dem mit großer Trauer, aber auch mit relativ großem Stolz nachträglich zu. Ja, also die Festspiele waren ganz toll. Wir sind 1000 Menschen mehr gekommen. Wir haben auch mehr eingenommen, als wir einnehmen mussten. Es ist alles gut. Sie haben die Einnahme eben schon erwähnt. Nehmen wir den Ball mal auf. Die Kostendeckung wird Ihnen ja auch immer ein bisschen vorgeworfen, gerade seitens der SPD. Wie sind die Kostendeckungen gelaufen dieses Jahr mit den Festspielen? Ja, Kostendeckung, ich meine, die Stadt gibt da sehr wenig dazu. Ja, das kommt vom Land, von der BSF, was den Tanz betrifft. Von der Stadt, wir haben das gerade nochmal durchgerechnet, sind letzten Endes in die gesamten Festspiele 200.000 Euro geflossen. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig im Verhältnis. Und was unseren Etat betrifft, sind wir natürlich auch mit großen Schmerzen wieder mit dem nächsten Etat im Moment zugange. Wir haben die ganze Mietsteigerung abgefangen, wir haben die Lohnsteigerung abgefangen. Insofern haben wir wieder sehr, sehr viel weniger, als wir vor 3-4 Jahren mal hatten. Also das ist die Finanzsituation ist äußerst schwierig, sehr, sehr eng geworden, wieder mal sehr eng. Wie waren die Zuschauerresonanzen? Ja, auf jeden Fall waren 1000 Menschen mehr bei den Festspielen als im Jahr davor. Aber es sind 16.000, glaube ich. Das verteilt sich ja über Monate und das kann man jetzt schwer im Verhältnis zu anderen Vorstellungen sehen. Ist natürlich, wenn große Abonnements drin sind, wie bei Lettering 1, ist das knallvoll. Wenn dann, wie bei Regina, keine Ringe drin sind, also Zuschauerringe drin sind, dann sind das dann nur 500, 600 Menschen, die bei so einer Produktion da sind. Das war auch für so ein großes Haus sehr, sehr viel. Also wir sind sehr, sehr stolz darauf, was wir wieder gepackt haben mit den Festspielen. Was für eine Selbstkritik üben Sie, indem dass Sie deutlich zum Ausdruck bringen, dass Sie gehen müssen? Ich übe überhaupt keine Selbstkritik. Ich habe den Ring mit riesiger Lust, mit Wonne, mit Freude, auch mit Erfolg, auch mit manchen Dingen würde ich heute schon wieder ganz anders machen. Also ich will ja das, was ich da auf die Bühne gestellt habe, jetzt nicht über den großen Klee loben, aber das war für Ludwigshafen eine riesige Tat, ein riesen Imagegewinn für diese Stadt. Und wir haben auch so viele Freunde dadurch gewonnen, auch ein jung, verjüngtes Publikum in dieses Theater gebracht, auch die ganze Jugendtheaterarbeit, die hier passierte, ist ja von immensem Erfolg begleitet. Insofern habe ich kein Problem mit dem, was ich hier gemacht habe. Klar hätte man, wenn man jetzt 10 Jahre wieder zurückdenkt, hätte man diesen Schritt dahin stärker oder forcierter machen müssen als jeden anderen, hätte man vielleicht nicht machen sollen. Aber hat ja nichts mit Erfolgsdenken zu tun, sondern mit der Wichtigkeit, dieses und jenes Projekt zu machen, was für diese Menschen heute, auch in dieser Stadt vor allem, was Wichtiges sagen will und kann und sollte. Sie haben Akzente gesetzt, zum Beispiel auch mit Aktionen wie der Arabische Frühling. Es ist gerade in Ihre Zeit ja reingefallen. Wie sehen Sie das? Werden solche Projekte Ihrer Meinung nach weiterleben? Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wer das sein wird, ob dieser Herr in der Lage sind, auch vom Geld her oder von ihrer Vertragssituation, die mit der Stadt dann verhandelt werden muss. Ich kann Ihnen das alles nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr, dass das weitergeht und ganz intensiv weitergeht, dass vor allem diese Jugendtheaterarbeit weitergeht. Wir haben mittlerweile 500, 600 junge Menschen an der Backe, die das Haus durchlüften. Und die wollen wir ja nicht auf die Straße setzen. Ganz im Gegenteil. Die soll sich noch vergrößern, die Gruppe.